Jo. Ha. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder zurück zu unserer Sandhütte da hinten. Und unsere Sachen wiederholen, beziehungsweise den Sand, den wir da hinten noch haben. Oder so. Irgendwie in der Art. Weil wir brauchen noch ganz viel Glas. Ach, das heißt. Leck. Leck, 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 leck. Leck. Hallo? Hallo? Ja, keine Rückmeldung. Bis gleich. Ja, oder auch doch nicht. Mensch, Minecraft. So, schnell nochmal speichern. Weil sicher ist sicher, ne? Ich habe eben schon ein bisschen Herzklappaster gekriegt. So. No? Also es wäre uncool gewesen, wenn das jetzt abgestürzt wäre. Obwohl, jetzt natürlich mal die Frage, also früher war das ja immer so, wenn man nicht gespeichert hat eine längere Zeit lang und das Spiel dann abstürzt, dass dann doch teilweise ab und an ein paar Sachen doch nicht so waren, wie man das Spiel verlassen hatte. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ja, das Spiel abstürzt? Das ist ja jetzt mehr oder weniger servertechnisch gelöst alles. Na? Ha. Wäre mal interessant herauszufinden. Allerdings, wie kann man das Spiel mit Absicht abstürzen lassen? Na, wisst ihr, wie sich das denn verhält, wenn das Spiel jetzt abstürzen würde? Ich habe ja nur längere Zeit lang ja theoretisch nicht gespeichert. Ist das denn wie sonst auch immer gewesen ist, dass dann, ja, mein ganzes Inventar leer ist, mehr oder weniger, beziehungsweise die ganzen Rohstoffe, die ich verbaut habe, verbaut sind. Allerdings die Sachen, die ich gebaut habe, die nicht ge sind nicht gebaut, oder wie sieht das dann aus? Es wäre jetzt echt mal interessant zu wissen, weil, wäre ja ärgerlich, wenn das jetzt wirklich passieren sollte. Und ich bin ja am Sandwerkgruppen zum Beispiel. Macht daraus gleich wieder Sandstein. Und letzten Endes sind die Sandsteine verbaut. Der Sand ist weg. Aber das Haus, was ich damit gebaut habe, ist nicht mehr da. Ob ich denn komplett Mojang in den Arsch treten soll oder ja, nur halb. Wäre ja mal interessant zu wissen. Also wenn ihr es wisst, bam, 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 könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist da ja irgendeiner so schlau und weiß das. Wäre cool, wenn das irgendeiner weiß, weil ich weiß es nicht. Oh Mann. Das sind heute wieder so Aussagen, so, hey. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wie spät haben wir jetzt? Heute ist Sonntag. Kennt ihr das? Ihr guckt auf die Uhr und also ihr wollt wissen, wie spät das ist. Guckt auf die Uhr und letzten Endes ja, guckt ihr nochmal auf die Uhr, weil ihr überhaupt nicht wahrgenommen habt, wie viel Uhr das jetzt ist. Also ich meine, ihr habt auf die Uhr geguckt, aber ihr habt nicht auf die Uhr geguckt. Also ja, ich hoffe, es ist klar, was ich damit meine. Also wenn, das wäre mal interessant zu wissen. Also schreibt es mir außerdem in die Kommentare. Battle, battle, so ungefähr. Nein, also wäre auf jeden Fall mehr interessant. Ne? Jo. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge ich jetzt eigentlich bin. Obwohl, kommt auch ganz stark drauf an, wie ich die letzte Aufnahmesession vermarkte, hätte ich beinahe gesagt. Also, ich könnte natürlich 20 Minuten Parts machen. Ah, so. Ah. Ja, ist klar. Und da kommt das nicht durch, oder was? Moment, ich mache mir da jetzt noch mal einen Spaß draus. Ah, das Video hier. Danke. Nee. Na egal, lass mal jetzt so. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Kommt drauf an, wie ich die letzte Aufnahmesession vermarkte. Ich meine, ich habe natürlich jetzt Zeit, ohne Ende aufzunehmen. Dafür die nächsten Wochen dann eher weniger Zeit. Ist natürlich jetzt die Frage. Also Minecraft würde ich dann doch wirklich kontinuierlich beibehalten, dass das dann wirklich jeden Tag kommt. Aber
Wenn ich jetzt die letzte Aufnahmesession als 20-Minuten-Parts rauskloppe, da sind es nicht so viele Folgen im Vorsprung. Heißt für mich, ich kann mehr auf eure Bedürfnisse eingehen. Heißt im Umkehrschluss dann aber auch, dass ich weniger Folgen im Vorrat habe. Naja, also wie ihr merkt, die Entscheidungen eines Let's Players, die sind doch etwas weitreichender. Das ist nicht mal so, ja, spiele ich heute oder spiele ich morgen? Na, das ist schon etwas, ja, umständlicher, möchte ich schon fast sagen, ne? Jo, das können wir mal mitnehmen. Das können wir eigentlich auch hier lassen. Wo kommt denn jetzt das Zuckerrohr her? Egal. Jo, das kommt auch. Und die Blümchen kommen, bleiben auch hier. Tür geht zu, Tür. Ich ahne Böses. Los, schlaf schneller. Danke. Puh, Glück gehabt. Ja. Genau, spiele ich heute nicht, spiele ich morgen, so ungefähr. Aber so ist das nämlich gar nicht. Ist nämlich doch alles bisschen umfangreicher, wie sich das, als dass sich das so ein manch einer vorstellt. Weil ihr müsst das so sehen. Alles das, was ihr jetzt hier seht, habe ich vorher irgendwann mal in Echtzeit gespielt. Das heißt, ich musste dafür Zeit haben, das Ganze aufzunehmen. Na, also das ist nicht mal eben so. Ich setze mich mal eben an eine Folge ran. Auch wenn das so manch einer glaubt. Auch beispielsweise, um das Ganze jetzt mal wirklich auf den Gipfel zu bringen. Von Kronk erwartet des Öfteren eigentlich jeder mal so, kann sich mal 2 Parts am Tag raushauen. Ich weiß doch, es war eine Zeit lang richtig extrem. Da wollten manche wirklich am besten so Stundenparts täglich von ihm haben. Aber mal ganz ehrlich, er hat doch noch was anderes zu tun. Jetzt wahrscheinlich eher gerade nicht so. Aber, doch. Was ich damit sagen will, ist, ja, es ist ja außerdem nicht nur die Aufnahmezeit, die da rein investiert wird. Es ist ja auch noch die ganze Bearbeitung, das Rendern und. Ich will jetzt hier wirklich nicht rumjammern. Aber von manchen wird das wirklich als eine Selbstverständlichkeit angesehen. Und dann wird sie noch beschwert, warum es keine Folgen gibt. Mal an einem Tag. Ich meine, ich habe es jetzt persönlich so noch nicht erlebt. Bei mir selber. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Jeder von euch war doch schon mal so ein bisschen so, warum hatten die heute keine Folgen rausgebracht? Tja. Das ist ab und an leider nicht möglich. So, und ich habe von vornherein gesagt, zumindest ich, jetzt kann nur für mich reden, ich habe von vornherein gesagt, ich mache das Ganze hobbytechnisch und ja, ich versuche zwar jeden Tag eine Folge, aber wie ihr nur seht, klappt es auch nicht immer. Ich gebe zwar mein Bestes, dass es klappt, aber ja. Anfangen wie beispielsweise Elo-Tricks will ich jetzt aber auch nicht. Dass eventuell jetzt pro Woche eine Folge kommt, wisst ihr? Also, ach Mann, verzwicktes Thema. So, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen konnte man sich, glaube ich, bei mir noch nicht so wirklich beschweren, was die Folgen angeht. Also, ich habe ja nur bedingt durch meine Ausbildung auch ein bisschen was um die Ohren. So ist es ja nicht. So, und ja. Wie gesagt, seid froh, wenn was von einem Let's Player kommt. Weil er macht das Ganze schließlich auch nur hobbytechnisch. Zumindest die meisten. Und jetzt mal ganz ehrlich. Was macht ihr hobbytechnisch? Das möchte ich jetzt ganz gerne mal wissen, weil die Antwort darauf,
Die wird auf ein anderes Thema wieder, ja, höchst interessant. Was auch auf YouTube ein ganz großes Thema ist. Ich meine, der ein oder andere wird sich das wahrscheinlich jetzt denken, worauf ich letzten Endes hinaus möchte. Aber ich möchte noch gar nicht mal so viel vorwegnehmen. Einfach nur, ja, was sind eure Hobbys? Schreibt es mir einfach ganz normal in die Kommentare und ja, eventuell kriegen wir ja auch in den Kommentaren eine Art Diskussion zustande. Wenn nicht, ich war sowieso am Überlegen, ob ich nicht eventuell mal ein kleines Forum bei mir auf der Homepage ja, einbinden sollte. Aus dem ganz einfachen Grunde, damit wirklich mal Diskussionen auch unter euch stattfinden können. Beziehungsweise, dass wir auch miteinander diskutieren können. Weil so ist es ja immer ja ganz schön und gut, dass ich die Kommentare lese. Aber so wirklich, ja, also ich meine, es geht zwar noch, allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass es in Zukunft eventuell etwas mehr wird. Und da sind Diskussionen in den Kommentaren dann doch so ein etwas nachteilig. Also worauf ich letztendlich hinaus möchte, ist, dass eventuell demnächst auch ein Forum bei mir auf der Homepage kommt. Und dass ihr dann nicht so, sondern, dass ihr da vielleicht so ein- oder zweimal in der Woche vorbeischneidet. Ich meine, vielleicht sind da ja auch Themen dabei, die euch interessieren. Ich habe mir das Ganze so gedacht, dass man das sowieso für euch macht. Also ich stelle es euch letzten Endes zur Verfügung, dass ihr da euren geistigen Abfall, nee, das wäre jetzt ein bisschen abwerten. Ja doch, dass ihr euch da mal ja, geistig auslassen könnt. Ja, und ja. Vielleicht sind da ja so die ein oder anderen Themen bei, wo ein anderer auch noch was beizusteuern kann, also beisteuern kann. Ja, es wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, ob das überhaupt so funktionieren würde, wie ich mir das denke. Es muss ja nicht nur denn YouTube oder Let's Play als Thema sein. Es kann dann ja wirklich alles sein. Ich bin da ja, ja relativ offen, was Themen angeht. Auch Themenvorschläge jetzt so. Im Let's Play bin ich ja auch komplett offen. Die könnten da denn, habe ich mir so gedacht, auch vorgeschlagen werden. Dann kann auch direkt dort zu manchen Themen diskutiert werden. Also die Themen, die ich jetzt im Let's Play anschneide. Ja. Mensch. Ja, brauche ich nur noch fleißige Administratoren, die das eventuell auch frei von Spam halten. Wenn ihr Kenntnisse habt, was Forensoftware angeht, könnt ihr euch mal bei mir per PM melden. Also Webspace und also Server sollte ich haben. Es sei denn, das sind jetzt spezielle Anforderungen. Aber, ja. Datenbank und alles Mögliche sollte ich sonst auch schon haben. Bedingt durch die Homepage. Na? Also, wenn ihr davon Ahnung habt und mich da ein bisschen unterstützen wollt, auch was Homepage allgemein angeht. Gott, bist du laut, Musik. Hallo? Dann dürft ihr euch gerne melden. Ich suche da irgendwie noch einen Freiwilligen, der mir da so ein bisschen unter die Arme greift. Weil ich meine, sie sieht zwar so schnuckelig aus, aber, jetzt kommt das große Aber. Irgendwie wollen da so manche Sachen. Hör uns rein! Da ist was kaputt gegangen! Ach ja, super. Und der Diamant ist weg. Super. An einem Tag einen ganzen Diamanten verbraten, ey. Ach. Naja, okay, gut. Auf jeden Fall, wie gesagt.
Wenn ihr davon Ahnung habt und mir ein bisschen unter die Arme greifen wollt, könnt ihr das gerne machen. Vorher am besten einfach mal eben so kurz melden, dass man sich da so ein bisschen kurzschließen kann, auch was so geplant ist. Also im Großen und Ganzen brauche ich einen allgemeinen Administrator für meine Page. Ja, also wenn ihr da ein bisschen Ahnung von habt, auch von WordPress jetzt im Großen und Ganzen, dann könnt ihr euch, wie gesagt, ganz gerne mal melden. Tja. Ja. Macht zwar jetzt ein bisschen viel klingen, aber gibt's auch Zeichner unter euch? Also Leute, die so ein bisschen zeichnen können und sich so mit Photoshop und auskennen? Weil, ja, ich bräuchte da jemanden, der da so ein bisschen zeichnerisch was kann und der auch Lust am Design hat und ja. Der ein oder andere mag zwar jetzt denken, das geht jetzt nur ums Kanaldesign, aber das erstmal zweitrangig. Ich meine, okay, mein Kanaldesign ist zwar nicht mehr so das Schönste, aber ich behaupte mal, es reicht noch. Na? Ich weiß ja nun wirklich nicht, wie ihr das seht. Vielleicht sagt ihr auch, schwarzer Hintergrund mit Rändern drauf. Ja, was bist du denn für ein Vollnoob? Kann natürlich auch sein. Dann könnt ihr allerdings auch, wenn ihr Lust und Laune habt, Neues erstellen. Na? Aber vorher dann auch wieder kurz sagen, hier du, ich würde dir da eins machen, muss nur sagen, wie du es haben willst, na, weil ansonsten wäre das ein bisschen blöd, wenn es dann letzten Endes nicht so wirklich gefällt. Und ja, ich das denn da nur drin habe, weil jemand von euch sich da die Mühe gemacht hat. Ich das allerdings selber so überhaupt nicht mag. Wäre ein bisschen unvorteilhaft. Na? Also, ich suche Webmaster, die sich mit WordPress, also sprich PHP und den ganzen Kram auskennen. Dann brauche ich noch einen Designer oder Designerin. Auch gerne willkommen. Oh, ja, suche ich noch irgendwas? Freundin wäre nicht schlecht. Also, rote Haare, circa 1,80 groß. Also ich jetzt. Um die 90 Kilo. Und, ja. Arttechnisch, na, ich guck dir meine Let's Plays an, dann siehst du, dass ich ein ganz lockerer bin. Ironie off. Das soll jetzt kein Versuch sein, in irgendeiner Art und Weise eine Partnerin fürs Leben zu finden. Soll auch kein Versuch sein, allgemein eine Freundin zu finden. Meine Freundin reißt mir den Kopf ab, wenn sie das sieht. Ein Glück guckt sie meine Videos nicht. Ah, puh. Na? Gut. Auf jeden Fall, ja, das sind so die beiden Sachen, also Webmaster und Designer, die ich suche. Also, wenn ihr Lust habt, ein bisschen zu designen, also Avatar, Kanalhintergrund und, ja, vielleicht in einem Jahr oder in anderthalb Jahren auch Lust habt, Video-Thumbnails zu machen. Bedingt durch YouTube-Partner oder so. Wobei da wirklich noch alles in den Sternen steht. Wann und ob und wie und na? Ja. Und allgemein, ich bräuchte so ein, zwei Sachen, die gezeichnet werden müssten aufgrund des Copyrights. Ja. Sind nicht meine Anliegen, dass das gemacht wird. Es sind allerdings Sachen, die gemacht werden müssen, weil, ja, jeder, der sich mit Urheberrecht und Copyright und ganzen Gedöns auskennt, ja. Genau. So, und wie ihr gesehen habt, also auf meiner Homepage, die Featured Poster, diese Slideshow,
die sind ja auch nicht wirklich dolle. Und wenn sie sind, dann, ne? Also, ich brauche Designer und einen Webmaster. Peng aus, so. Falls ihr das hier seht, könnt ihr mich gerne, ja, wie erreicht ihr mich am besten? Ja, entweder YouTube, per Kommentar, per Kanalkommentar oder aber per PM, was ich in dem Falle wohl eher bevorzugen würde. Oder aber ihr schreibt mich bei Steam an. Oder aber am allerbesten, ihr addet mich bei Skype. Skype-Addy müsstet ihr in meinem Kanal finden. Ja. Wobei es, glaube ich, tatsächlich doch besser wäre. Ihr schreibt mich auf YouTube an. Da kann ich euch adden. bei YouTube eben euren Skype-Namen schreiben oder ICQ-Nummer, or whatever. Und dann werde ich euch da mal adden. Sofern wirklich Interesse besteht. Ich weiß es ja nicht. Ist jetzt einfach wirklich mal auf blauen Dunst heraus. Weil ich meine, ich nicht da sowieso keiner drauf. Nein, ja. Kommt jetzt aber bitte nicht an, so von wegen den und den müsst ihr mal da und da nachschauen und da nachfragen. Weil, ja. Wenn ich dann sage, der und der hat mich geschickt, dann, sind meistens die Fragezeichen groß. Wer? Und, ja. Dann gehe ich damit wieder irgendwelchen Leuten auf den Sack, die damit sowieso überhaupt nichts zu tun haben wollen. Was wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich als Thema anschneiden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass ich nicht dahin möchte. So. Sondern, dass ich da so möchte. Danke sehr. Haben wir da wenigstens irgendetwas? Es war denn nichts Halbes und nichts Ganzes, aber da ist wenigstens etwas. So. Jetzt brauche ich mal das. Jetzt sag, nee, ich habe das Glas nicht. Doch, da. Jungs. Sag mal, kann das sein, dass wir irgendwie so, was vergessen haben? Also, auch Mädels. Wisst ihr noch, warum wir. Ja. Ja, das war wieder ein Mr. Obvious Moment. Das war wieder echt 1A von mir durchdacht. Das war so typisch ich. Ist das tief hier runter? Das geht ja noch. Wow! Wo kommst du denn her? Wieso habe ich nur noch 1,5 Leben? So. Sehe ich wenigstens, wenn hier was kommt. So. Aber, ich würde mal so sagen, nach, ja. Einer Stunde Aufnahme sind wir jetzt mal ganz mutig und rennen mal hier ganz schnell runter. Mann, wir haben 31 Level. Oh, lass mich rein da. So, und würden mal ins Bett gehen. Wäre zumindest so mein Plan. Weil irgendwie bin ich doch jetzt schon so ein kleines bisschen müde, ne? So. Tja, dann bleibt für mich eigentlich nur noch zu sagen, bis dahin.